Hi, Matthias von Gizmodo hier. Ich habe hier das neue Sony Flaggschiff, das Sony Xperia Z3 in meiner Hand. Und eigentlich muss ich dazu gar nicht weiter sagen, weil außer ein paar Äußerlichkeiten hat sich zum Z2 nicht wirklich viel getan. Danke, Matthias für Gizmodo. Hi, Matthias nochmal. Ganz so einfach machen wir es uns dann natürlich doch nicht, weil so ein paar klitzekleine Kleinigkeiten haben sich dann doch verändert zum Z2. Und gehen wir erstmal auf die inneren Werte ein. Das Wichtigste, es kommt bei beiden immer noch, also auch beim Dreier wie beim Zweier, wieder ein 801er Snapdragon zum Einsatz. Allerdings taktet er im Z3er etwas höher, nämlich mit 2,5 GHz pro Kern. Und ich würde sagen, kommt mal ein bisschen ran, dass wir uns die Äußerlichkeiten mal anschauen, weil tatsächlich, also ihr seht hier, das hier unten ist das Z2 und das ist das Z1. Ich hoffe, man sieht das halbwegs. Es hat sich schon was getan. Ich persönlich finde das Z3 deutlich schöner, weil es ist einfach runder. Es hat mich beim Zweier immer ein bisschen genervt, dass das so kantig ist, dass man damit fast seine Butter aufs Brot schmieren konnte. Hier beim Dreier ist es wirklich schön rund und angenehm. Ansonsten gehen wir mal außen rum. Natürlich sind beide wie immer noch wasserfest. Wir machen hier das Ganze mal auf. Hier sieht man beim oberen, dort kommt wieder die MicroSD-Karte rein, die mit bis zu 128 GB den 16 GB internen Speicher erweitern kann. Arbeitsspeichermäßig hat sich gar nichts getan, bei beiden 3 GB, was natürlich an sich eh schon eine Ansage ist, was ja ganz hervorragend ist. Es kommen auch bei beiden die aktuellste Android-Version zum Einsatz. Das 5,5, nee, Entschuldigung, 5,2 Zoll Display löst mit Full HD auf. Ich kann hier gerne mal gucken, ob ich eine Seite öffnen kann. Ja, schauen wir mal, dann seht ihr hier, ja, irgendwie sieht es doch ein ganz kleines bisschen anders aus. Also tatsächlich wirkt das beim Z3 etwas heller, obwohl eigentlich meines Wissens das gleiche Display verbaut wurde, zumindest ist die gleiche Größe und die gleiche Auflösung. Die Kamera löst wieder mit 20,7 Megapixeln auf, bei beiden eh schon irrer Wert. Ist auch beim neuen Modell so, alles beim alten. Die Frontkamera bei beiden mit 2,2. Der Akku, oh ja, der Akku ist nämlich tatsächlich leicht geschrumpft. Und zwar ist er jetzt nur noch 3100 mAh, beim anderen war es noch 3200 mAh. Das ist natürlich immer noch ein ganz hervorragender Wert, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also da kann man nicht groß meckern. Was natürlich mit einhergeht mit dem etwas kleineren Akku, es ist auch dünner geworden. Ich lege die mal, vielleicht kann ich es ja hier hinlegen, vielleicht sieht man das dann ganz gut. Das alte, also Z2er, ist 8,2 mm dick und das neue, hier obere, ist jetzt nur noch 7,3 mm dick. Und tatsächlich, es fühlt sich auch so ein bisschen so an. Man sieht auch, die ganzen anderen Maße sind leicht geschrumpft. Also insgesamt ist es für mich kein Z3, sondern eher ein Z2,5 oder ein Z2 Plus. Aber nachdem Sony ja vor nicht allzu langer Zeit schon angekündigt hat, dass sie ihren Handyrhythmus etwas erhöhen wollen und zwei Flaggschiffe pro Jahr bringen wollen, ist es natürlich einfach nur eine konsequente Weiterentwicklung. Und also wenn man das Z2 hat, braucht man das Z3 nicht. Ansonsten ist es wirklich sehr gutes Telefon und wir freuen uns schon drauf, dass wir uns das etwas näher bei einem Test anschauen können. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like, abonniert den Channel und lest unsere Seite. Danke, ciao. Thank you.